So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den WW2K16 Challenges in Staffel Nummer 4. Aktueller Zwischenstand ist 1:0 für mich. Und wir machen direkt weiter. Die aktuellen, noch fast verbleibenden 200 Zuschauer hier am Sonntagabend, am Ostersonntag, haben sich für die folgende Challenge entschieden. Nächster Livestream ist wahrscheinlich auch am Sonntag, also wenn WrestleMania läuft, ne? Kurz zu WrestleMania. Mann. Die Challenge kommt von der Dortmunder. Eine Challenge, die seit ungefähr anderthalb Jahren gestellt wird und jetzt endlich drangenommen wurde in der kürzesten Version, die er, glaube ich, je genutzt hatte. Oh mein Gott, he killed him! 1-1, also Ausrufezeichen 1-1-11, so, ne? Du, Bendis Barrett, gegen den Zufall. Aufgabe, du darfst nur schlagen und treten. Und ich weiß ganz genau, weil er früher mit Challenge etwas ausformuliert dargestellt hatte, dass er mit Schlagen und Treten auch Bullhammer und so meint. Das Problem ist, das ist jetzt doof definiert. Ich werde es jetzt so umformen, dass ich halt sage, okay, ich darf nur halt die Taste für Schlagen und Treten so benutzen. Das kann auch sein, dass das statt Schlag dann mal ein Elbow wird. Ist das denn auch ein Schlag? Ist das, ja, auch ein Elbow-Schlag, ne? Oder keine Ahnung. Ich werde mich versuchen, darauf zu fokussieren und Content erlaube ich mir selber. So, weil Content, da habe ich keinen Einfluss auf die Reversal-Animation. Und der Bullhammer ist halt okay. Das weiß ich noch ganz genau, dass der Bullhammer bei ihm okay war. So werde ich das jetzt versuchen zu regeln und ansonsten 3 Strikes. Okay? Okay. Superstars, Zufall, Gegner ist Booker T. Nehmen wir doch mal hin und los geht's. Ich bin sehr gespannt. Also, nur 4, nicht grappeln. Irish oder die Kreistaste bzw. B auf dem Xbox-Pad darf ich nur benutzen, um zu pinnen. Und deswegen würde ich mal sagen, los geht's. Zack, das ist ja wohl ein Tritt. Das wird doch ein Spaß. Wir hatten noch eine Challenge schon mal 2K15, wo ich halt nur die 2K14, glaube ich sogar, wo ich nur schlagen durfte und so weiter und so fort. So, wie gesagt, das Content erlaube ich mir, weil es gibt doch Leute, die schreiben, ich darf nicht Content, was überhaupt nicht möglich ist. Beziehungsweise in 2K15 war es auf jeden Fall nicht möglich. In 2K16 weiß ich nicht ganz, wie sich das wieder sein würde, weil wir jetzt die Content-Slots haben, beziehungsweise die Content-Limits. Naja, mal sehen. So, das ist jetzt zum Beispiel kein Schlag gewesen, aber das war halt auch ein Konter. Und ihr könnt das ja immer vergleichen, indem ihr einfach unten auf meine Content-Slots guckt. Und es müsste ja dann reichen, das müsste ja dann okay sein. Ich werde keine Grapples benutzen, ich gucke nochmal, wie die Special Moves sind. Bullhammer und Rope Hang Knee Strikes sind ja dann, ist ja so eine Art Tritt, ne? Also Signature Move darf ich sogar auch machen. Wie nice ist das denn? So, ist halt alle, würde ich das Moveset auswendig kennen, würde ich sogar noch mehr machen können. So, aber das weiß ich leider nicht auswendig. Ich finde es schade, dass man nicht im Pause-Menü so eine coole Übersicht hat, wie damals, weiß ich nicht, bei, ich glaube, ich wollte nicht pinnen. Ich glaube, bei WWF Attitude oder so, für die PlayStation 1, da konnte man immer sehen, was man drücken konnte, für welche Aktionen. Oder halt bei Five Star Wrestling, da gibt es sowas auch. So. So. Okay, was machst du denn jetzt hier? Der Bare Knuckle Fighter! Der will dich fertig machen, Booker Team. Ich sag's dir. Wenn das gut klappt, dann könnte man ja überlegen, ob man sich auch in normalen Matches, Unge-Challenges, darauf fokussiert, statt vielen Grapples einfach mal Schläge auszuteilen. Wir waren ja vor ein, zwei Jahren richtig overpowered. Das hat sich ja ein bisschen gebalanced. Wurde ja ein bisschen gebalanced. So. Du musst das doch auswendig kennen, so oft wie du in der Karriere, wie oft du in der Karriere gegen ihn gekämpft hast. Aber ich weiß ja nicht, welche Tastenkombination die CPU nutzt. Ne? Das kann man doch nicht auswendig können. Aber von daher, in dem Sinne her hast du schon eigentlich recht. Wann hast du automatisches Rope Break an? Rope Break ist an, ja. Warum auch nicht, ist auch ein normal Match. So, schlagen. Warte. Treten. Taunten? Weiß ich nicht, ob ich da drauf stehe, nicht dabei. Mach ich mal lieber nicht. Oder vielleicht doch. Mal sehen, ich werde einfach nicht übertreiben. So, einmal Anlauf nehmen und schlagen. Nice. So. Kannst du mal bitte wieder schlagen? Klar, gerne. So, wie findet ihr Bandit Spirit? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren etwas. Ich finde ihn ja ganz super, aber wird halt doof eingesetzt. Ne? League of Nations ist halt ein undankbarer Spot. Wird halt immer als Authority-Sklaven so genutzt. Diese Leute, diese Art von Leuten gibt es halt immer, auf die Authority zurückgreift. Die sie einfach Matches packen können, um Heat zu ziehen oder versuchen. Das waren bis vor kurzem war noch Kane oder ein Big Show. Jetzt haben wir halt die League of Nations. Und solche Leute wird es leider immer wieder
eingeben. Immer wieder geben, eingeben. So. Wir haben gleich einen Signature Move, wenn alles klappt. Okay, komm, 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 komm. Haschtet mal bald. Haschtet mal bald. So geht's. Zack. Noch ein Tritt. So, jetzt haben wir das Signature Move. Was wir machen werden, damit wir ihn überhaupt grappeln. Ich mache jetzt keine Grappling-Aktion, aber ich will ihn einmal kurz greifen. Nur, damit ich ihn halt bewegen kann. Ne? Das ist ja keine Aktion, die Schaden macht. Deswegen ist er, glaube ich, okay. Aber es ist ja mein Verrat. Es ist ja mein Verrat. Es ist ja mein Verrat. Will er mich jetzt pinnen oder wie oder was? Oder, nee, mein Freund. Diesmal drücke ich nicht die Xbox-Taste. Barrett ist ein sehr guter Brawler, ja. Wann hat Barrett denn das letzte Mal ein richtig krasses Match gezeigt? Könnt ihr mich da auf irgendein Match verweisen? Der hat aber bestimmt mal richtig geile Matches gezeigt. Der war auch mal so kurzzeitig, so halbe Main Event, ne? Oder? Bei Nexus? Keine Ahnung. So, wieder ein Konter. Möchte gerne einen Signature Move machen. Hört sich schwer zu überstehen. Gegen Ziggler. Okay. Also, wir schlagen einmal. Dann grapple ich ihn. Zum Bewegen halt. Ihr habt es gesehen. Geil. Okay. Wir sind ein bisschen angearscht. Wir bekommen Pinnen ab. Okay, gerade so ohne einen Lag dazwischen. Geil. Das wird ja super. Das geht ja super. Ich habe gesagt, ich möchte gerne dich bewegen. Ist das. Oh, jetzt macht er seinen Wake Up tot. Jetzt macht er seinen fucking Wake Up tot. No. Bitte kein Wake Up tot. Spinning Lash. Alter. Dude. Leute. Seid ihr bereit? Book it! No! Scissors Kick gibt's gar nicht. Oh, scheiße. Aber jetzt haben wir Finisher, dann brauchen wir uns nicht um Dings kümmern, weil mein Bullhammer ist ohne Richtungstaste. Sehr nice. Sehr nice. Wenn wir Bullhammer durchbekommen, haben wir eventuell schon gewonnen. Das wäre ja voll nice. Erstmal aus dem Cover hier rauskommen, das sollte auch noch gehen. Bin ich schlecht. Und hier haben wir Widerstand sogar. So, jetzt passen wir auf hier. Passen wir auf hier, Booker Team. Passen wir auf hier, Booker Team. Bei der nächsten Gelegenheit. Da komme ich aber an, du. Das kannst du aber annehmen. Einmal kontern und Bullhammer zeigen. Los geht's! Pam! Einfach auf die Fresse und da sackt der einfach zusammen. Und das Cover in der Hälfte. Wir sind bei 1, wir sind bei 2, aber und bei. Oh, da kommt er nicht mal raus, der sagt. Da kommt er wohl nochmal raus. Dann kommt er da wohl halt nochmal raus. Weiter geht die Prügelei. Wie von uns gefordert. 4x4x4x-Spam. 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 Ist ich trotzdem Viereck, obwohl Xbox Pad ist. Weil ich ein PlayStation-Kid bin. So, jetzt machen wir einen Signature Move. Wie gesagt, Rope Hang Knee Strikes. Und ihr erinnert euch, Strike heißt Schlag. Zack. Und jetzt kommt ein Kick sogar hinterher. Ein Tritt meine ich. Habe ich zwei gesagt? Habe ich 1-2 gezählt? Sorry. Man zählt halt immer bei der WWE auf Englisch, ne? Aber wenn du dann bei der GWF oder so bist in Berlin, da zählt man auf Deutsch. 1, 2, 2, so zählt man da. Oder 2, 2, 2, genau. So, jetzt kannst du mal herkommen. Jetzt haben wir nämlich nochmal einen Finisher. Und wenn das klappt, können wir den jetzt direkt wieder durchbringen. Bist du bereit? Finisher. Here we go! Sagt er zusammen ein zweites Mal und das war's. 1, 2, 2. Gewonnen! Da 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 da. So, das war's. Sehr schön. Das war doch ein wunderbares Match, oder? 222, 122, 111, 333. Und wenn ihr Hilfe braucht, 110 oder 112, erinnert euch, ne? Nee, ich glaube, ist 112 nicht abgesetzt worden oder ist 110 abgesetzt worden? Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr ganz. Also nur schlagen und treten, ich glaube, ich habe alles erfüllt. Lasst uns schreiben in die Kommentare, ob du das so gedacht hast. Also nach meiner Definition habe ich alles richtig gemacht, Konter sind halt erlaubt, da habe ich eh keinen Einfluss. Und ich habe Schläge und Tritte gemacht. Und halt Leute positioniert. Das war, glaube ich, okay, ne? Okay, Freunde, das war's auch schon mit der aktuellen Ausgabe. Es steht 2-0, statt 4. Ihr könnt dann morgen wieder mit dabei sein, wenn alles klappt, beim nächsten Livestream, und zwar am Sonntag. Wann der Stream sein wird, fahrt ihr im Uploadplan. Okay,
Daumen hoch war cool. Apple raus. Und haut rein.